Hallo Fitnessfreunde, ich bin's wieder, Oskar, und heute geht's um die Frage, warum baut er Muskeln auf und ich nicht? Das heißt also, wenn ihr jemanden seht, ungefähr in eurem Alter, der ist sehr muskulös, ihr vergleicht euch mit ihm, ihr seid nicht so muskulös, dann stellt ihr euch die Frage, wie hat er das geschafft? Und warum habe ich es nicht geschafft? Da müsst ihr zuerst einen Punkt beachten, und zwar den wichtigsten. Die Trainingsdauer. Die Trainingsdauer macht sehr, sehr viel aus. Wenn er schon zum Beispiel mit 12 Jahren angefangen hat und mit 22 jetzt so ein Tier ist, ihr habt vor 2 Jahren angefangen, seid mit 22 jetzt noch nicht so weit, dann müsst ihr euch im Endeffekt gar nicht mit ihm vergleichen, weil er eben halt 5-mal so lange trainiert hat wie ihr. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr in 8 Jahren genauso aussehen werdet wie er. Deshalb empfiehlt es sich natürlich, früher anzufangen mit dem Fitness. Dann kann man eben halt auch in einem jungen Alter bereits einen sehr guten Körper erreichen. Also erstens, wie lange trainiert ihr? Zweitens, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr beide gleich lange trainiert, sagen wir, ihr beide trainiert 3 Jahre. Dann vergleicht ihr eure Steigerung. Aber du vergleichst nicht, wie viel Gewicht du drückst und wie viel Gewicht er drückt, weil das ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Einer kann zum Beispiel weniger Gewicht heben, aber muskulöser sein als jemand anders. Ihr vergleicht seinen Prozess mit eurem Prozess. Das heißt also, mit welchem Gewicht hat er angefangen und hat er sich gesteigert, um wie viel hat er sich gesteigert? Und wo habt ihr angefangen und um wie viel habt ihr euch gesteigert? Das heißt also, die Differenz von seinem, beziehungsweise seine Gewichtssteigerung in seinem Trainingsprozess vergleicht ihr mit eurer Gewichtssteigerung. Das dient dazu, dass ihr wisst, aha, der ist muskulöser als ich, was hat er geschafft? Er hat in 3 Jahren von 50 Kilo auf 100 Kilo Bankdrücken geschafft. Ich habe von 50 Kilo zum Beispiel, ich war zu faul, habe die ganze Zeit 50 gemacht, dann vielleicht mal 60 und bin gerade mal bei 70 angekommen. Das heißt, der Grund dafür, dass der andere muskulöser ist als ihr, ist einfach, weil er sich mehr gesteigert hat. Weil das ist nämlich der wichtigste Punkt beim Training, die Steigerung, und zwar eure eigene Steigerung. Wenn ihr mehr Gewicht schafft, dann wisst ihr auch, dass ihr mehr Muskeln aufbaut. Das korrespondiert immer zueinander. Mehr Gewicht heben heißt mehr Muskelmasse haben. Und wenn jemand anders halt einen besseren Entwicklungsprozess bezüglich des Gewichts beim Training hatte als ihr, dann kann es dazu führen, dass er muskulöser aussieht. Drittens natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ihr vergleicht eure Ernährung mit seiner. Er ernährt sich 3 Jahre lang super, wunderbar, alles tipptopp, Makronährstoffe super, Kalorien stimmen auch, also immer ein leichtes Überschuss, um aufzubauen, und eine gesunde Ernährung. Der Körper nimmt alle Vitamine, alle Nährstoffe sehr gut auf, dass die Muskeln aufgebaut werden können. Ihr ernährt euch mit Fast Food, Fertigessen, Mikrowellenessen, McDonald's, Döner, schlechte Kalorien, die euer Körper nicht so gut aufnehmen kann, dann werdet ihr merken, warum sieht er muskulöser aus, warum sehe ich so scheiße aus nach 3 Jahren, weil er sich besser ernährt hat und ich habe mich scheiße ernährt, deshalb konnte mein Körper die Nährstoffe nicht so gut verarbeiten wie sein Körper und deshalb sehe ich auch nicht so gut aus wie er. Das waren die 3 wichtigsten Punkte. Also, wenn jemand besser aussieht wie ihr, müsst ihr auf jeden Fall feststellen, wie lange trainiert er und wie lange trainiere ich. Wenn euer Körper dann immer noch schlechter ist als seiner, obwohl ihr gleich lange trainiert, dann müsst ihr feststellen, ob ihr euch überhaupt gesteigert habt beim Training, so wie er. Dann müsst ihr auf die Ernährung gucken, ihn vielleicht mal fragen, wie ernährt er sich, und dann eure Ernährung auch dementsprechend anpassen, damit euer Körper alle Nährstoffe sehr gut aufnehmen kann und auch
und diese auch ja, dazu führen, dass ihr Muskeln aufbaut. Das waren die drei wichtigsten Punkte. Dann gibt es auch nochmal sowas wie Regeneration, ist auch sehr wichtig. Aber ich setze das mal voraus, weil wenn man genug Schlaf hat, hat man auch automatisch genügend Regeneration. Meiner Meinung nach, also mit 8 Stunden Schlaf regeneriert sich der Körper sehr, sehr gut. Man braucht dann auch nur meiner Meinung nach einen Tag Pause in der ganzen Woche. Also wenn man 6 Mal zum Training geht, ist es immer noch kein Übertraining, solange man genug Schlaf hat. So Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich wollte gerade Boom machen, so ahnungsmäßig. Aber das Boom habe ich weggelassen. Ich will ihn ja nicht seinen Spruch klauen. Ich suche mir noch übrigens einen eigenen Spruch. Also wenn ihr was für mich habt, dann her damit.